Hallo meine Freunde und herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video, ein bisschen aus dem Real Life, denn ich köpfe heute meine CPU. Ich mache das zum ersten Mal, habe viel gelesen und geguckt und daher sage ich mir, ich wage mich diesen Schritt, um es selbst zu machen. Ja, im Großen und Ganzen geht es um mein i7-8700K, die ja ideal sind zum Köpfen, da man dort nicht viel kaputt machen kann. Kann man schon, aber also bei dieser CPU sind unter dem Heatspreader, diesem silbernen Deckel, keinerlei Widerstände und Kondensatoren, die man abreißen oder beschädigen könnte. Daher ist es hier eigentlich ein leichtes Spiel. Um das Ganze auch nochmal vorwegzunehmen, bevor ihr euch wundert, entschuldigt bitte die miese Qualität der Videos und dass es unterschiedliche Qualitäten hat. Ich habe teilweise mit meinem Handy gefilmt, teilweise mit meiner Actioncam, da ich halt keine andere Cam zur Verfügung habe. Und ich für mein Handy kein Stativ habe oder so, sonst hätte ich es durchgehend mit meinem Handy gefilmt. Aber bitte entschuldigt das, die Lichtverhältnisse waren auch ja, ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Aber das ist auch mehr oder weniger mein erstes Video in der Art, was ich drehe. Auch da lerne ich noch dazu. Zunächst einmal ein Blick in meinen PC. Dort sehen wir meine Grafikkarte, die PowerColor Red Devil RX 480 8 GB, mein Sharkoon Netzteil, Corsair Vengeance Speicher 16 GB, 3200 MHz, den Alpenföhn Bennevis Advanced Lüfter und darunter natürlich meine CPU. Das mal als kleinen Einblick, was oder wie mein System denn eigentlich von innen aussieht. Ja, keine große RGB-Beleuchtung, außer die drei Gehäuselüfter, die leuchten blau, die waren da schon mit drin. Aber ansonsten kein Schickimicki, das brauche ich auch nicht. So, dann kommen wir mal zum Ausgangspunkt. Ich habe natürlich, bevor ich jetzt meine CPU ausgebaut habe, den Prime 95 laufen lassen. Damit kann man die CPU ziemlich gut belasten und gucken, wie hoch die Temperaturen gehen. Wir sehen, ich habe jetzt so durchschnittlich da oben stehen, 76 Grad, teilweise springt die CPU oder einzelne Kerne auch mal auf 80 bis auch 83 Grad waren auch mit dabei. Im Großen und Ganzen ist der Durchschnitt aber so bei 75 Grad in etwa. Das ist jetzt die Ausgangslage und wir schauen mal, wie es nachher nach dem Köpfen aussieht. So, dann kommen wir mal zum wichtigen Teil oder langsam geht's los. CPU habe ich ausgebaut, liegt jetzt hier, Wärmeleitpaste abgemacht, also die Seite ist schon mal sauber, Lüfter auch sauber gemacht. Dann habe ich hier mal alles parat gelegt, was ich denn so benutze. Ich habe mir den Delite Dimate 2 von der Bauer bestellt, hat 35 Euro gekostet. Dann Conductonaut Thermal Grizzly, das ist das Flüssigmetall. Und den Uhu, das Uhu Silikon, hochhitzebeständiges Silikon, um hinterher den Deckel wieder aufzukleben. Delite Dimate habe ich auch mal zerlegt, das sind die ganzen Einzelteile. Und damit werden wir jetzt arbeiten. Ja, dann kommen wir nun auch schon zum spannenden Teil, und zwar das Köpfen der CPU. Das Ganze habe ich jetzt nochmal eben einmal hier nachgestellt, denn beim eigentlichen Köpfen hat die Kamera leider nicht gefilmt, habe ich dann aber auch leider erst zu spät bemerkt, da war es schon eigentlich geköpft. Daher aber hier jetzt mal nachgestellt, man legt die CPU in den Delite Dimate ein, da ist auch der Pfeil drauf, auf der CPU ist er auch, ich habe es jetzt halt etwas verkehrt rum, wir sehen unten rechts in der Ecke ist der Pfeil auf der CPU, der müsste eigentlich nach oben links in die Ecke. Die legt man dann dort ein, rastet auch ein, dann kommt der Schieber da drauf, die Schraube reingedreht, erstmal handfest, dann merkt man ganz deutlich, dass es schwerer wird. Dann mit dem beigelegten Imbus schraubt man einfach und ja, man hört eigentlich nicht mal was. Man merkt nur ganz leicht, dass es leichter wird im Grunde, das merkt man. Und dann hat man schon quasi den Heatspreader da runter geschoben. Ja, dann dreht man die Schraube wieder raus, nimmt den Schlitten raus und dann hat man quasi seine geköpfte CPU schon in der Hand. Beim ersten Mal hat jetzt halt der Heatspreader noch ein bisschen drauf geklebt, aber konnte man dann einfach einfach runterziehen. Und dann sehen wir halt auch jetzt schon die Wärmeleitpaste, die dort original dazwischen sitzt.
und halt nicht so effektiv ist wie das Flüssigmetall. Ja, dann müssen wir erstmal schön die Wärmeleitpaste machen wir mit einer Küchenrolle Papier, Küchenrollenpapier, machen wir erstmal die Wärmeleitpaste weg, damit das erstmal ein bisschen sauber ist. Ja, der nächste Schritt ist dann, dass wir das alte Silikon oder das ist auch ein Silikon, ist kein wirklicher Kleber, dass wir das auch noch abmachen, sollte man auch relativ sauber machen, um halt die Höhenunterschiede zu vermeiden. Am Heatspreader selbst geht das ganz gut mit dem Cuttermesser, kann man auch mit dem Nagel machen, habe ich dann auch noch mal ein bisschen gemacht, um noch mal so ein bisschen die Reste wegzubekommen. An der CPU selber sollte man dann nicht mehr mit dem Messer beigehen, sondern nur noch mit dem Nagel vorsichtig das alte Silikon dort runterkratzen, damit man halt auch nichts beschädigt. Nachdem wir das Ganze jetzt sauber gemacht haben, so gut wie es geht halt, sollte man ein bisschen Mühe geben, kommt dann der Schritt, dass wir diese kleinen Kontakte, die leicht goldenen, die ich da jetzt gerade zeige, dass wir die noch ein bisschen mit Nagellack abdecken, dass da auf gar keinen Fall Flüssigmetall dran kommen kann, weil dann würde man die CPU nämlich schrotten. Dafür könnt ihr, was weiß ich, jeden handelsüblichen Nagellack eigentlich verwenden. Ich habe jetzt hier einen Klarlack von meiner Freundin geschnappt und habe dann ganz kleinen Klecks drauf gemacht. Kann man mit Sicherheit auch noch feiner machen. Da ich nicht so oft Nägel lackiere, bin ich auch nicht so geübt im Umgang mit Nagellack. Das Ganze lassen wir dann einfach etwas abtrocknen, bis es ausgehärtet ist, damit wir das nicht auch noch irgendwie groß verschmieren. Ja, und nach dem Abtrocknen kommen wir dann auch schon zum nächsten Schritt. Da machen wir dann die CPU, beziehungsweise die Kontaktflächen dort, wo das Flüssigmetall aufgetragen wird, mit einem Alkoholtuch nochmal richtig schön sauber. Die sind auch bei dem Flüssigmetall mit dabei gelegt. Da sind zwei Tücher mit dabei. Benötigt man nur eins, kann man auch eigentlich gleich 30 CPUs mitmachen. Reicht massig. Ja, die Flächen sollten auf jeden Fall richtig gut gereinigt werden, damit das Flüssigmetall auch wirklich dann da auch haften kann. Ja, und schon kommen wir dann auch zu dem wichtigen Teil, das Flüssigmetall aufbringen. Dazu habe ich ja den kleinsten Aufsatz genommen für diese Spritze, der dabei liegt, da man halt auch wirklich nur ganz wenig drauf machen soll. Es sollen halt keine Sehen drauf entstehen. Und ja, dann nimmt man halt ein von diesen beigelegten Wattestäbchen, um das Ganze zu verteilen. Ich habe es halt auch aus Videos wusste ich, dass es sich wohl irgendwie sehr komisch verteilen lässt. Das war dann doch am Anfang sehr merkwürdig. Hat dann aber auch gemerkt, ja, wenn man ein bisschen Druck ausübt, also leichten Druck und man ein bisschen drauf rumreibt, dass es dann, ja, dass diese Perlen sich auflösen, es tatsächlich noch flüssiger wird und sich damit auch verteilen lässt. Ich habe da jetzt mit Sicherheit für den Teil ja, für die CPU eine Minute, anderthalb gebraucht in etwa, bis sich das ordentlich verteilt hatte. Und dann natürlich auch am Heatspreader selbst auf die Gegenseite muss man dann mal vielleicht noch mal ein bisschen abmessen, falls man jetzt keine Ränder hat, wo man vielleicht noch sehen könnte, wo die alte Wärmeleitpaste war, dass man halt auch immer da auch noch mal so in etwa auch noch mal ein bisschen Flüssigmetall aufbringt. Wie gesagt, lieber erstmal sparsamer sein. Man kann immer noch mal einen winzigen Klecks nachmachen. Ich meine, sollte jetzt gleich beim ersten Mal eine zu große Murmel da rauskommen, man kann es auch wieder aufsaugen, das funktioniert auch. Ist mir zum Glück jetzt nicht passiert, ich konnte es sehr, sehr gut dosieren. Ja, das verteilt man auf jeden Fall richtig schön ordentlich und lässt das dann mal ein, zwei Minuten einfach so liegen, damit das ja wieder etwas leicht aushärtet. Denn ich glaube, wenn das so ganz flüssig ist und ich würde das jetzt kippen, hatte ich die Befürchtung, dass es dann vielleicht nochmal zerläuft. Also von daher habe ich es nochmal 2, 3 Minuten liegen lassen und dann hat man auch gesehen, dass es wieder leicht matt geworden ist und dementsprechend habe ich mir gedacht, jetzt müsste es auch hart sein. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Das Wiederaufkleben des Heatspreaders, das machen wir mit dem Silikon. Ja, da ist halt zwar so eine Tülle dabei, ich dachte mir aber, weil ich da erstmal jede Menge reindrücken muss und das verklebt dann wahrscheinlich sowieso und ich kann die Tülle dann wegschmeißen,
Und für das bisschen, was ich da brauche, habe ich mir eine Schraube genommen und habe das jetzt einfach ja, schön sauber, ist was anderes. Aber auf jeden Fall sehr fein damit verteilt, sagen wir es mal so. Wäre garantiert mit dieser Tülle besser gegangen, wenn man da nur das ganz, ganz, ganz kleine, feine Loch genommen hätte. Aber wie gesagt, ja, dann schmiere ich diese Tülle voll und kann sie wahrscheinlich wegschmeißen, wenn ich sie nochmal benutzen wollen würde. Deswegen habe ich mich für diese Schraube entschieden. Ja, das sollte man auch relativ ja, wenig nehmen, damit das nicht alles wieder irgendwo rausquillt, wenn man anschließend dann das Ganze wieder zusammendrückt. Das geht dann halt auch relativ einfach. Da gibt's, nimmt man auch den Dilett-Dimate für. Man legt dann einfach die CPU wieder so rein, wie sie reingehört, mit dem Pfeil oben in die Ecke, wo auch am Dilett-Dimate der Pfeil gezeigt ist. Dann kann man den Heatspreader erstmal so in etwa an diese Position bringen, wo er denn saß. Man sieht es ja noch so ein wenig an den alten Rückständen. Und dann nimmt man dieses Plastikteil. Ja, und das positioniert quasi den Heatspreader. Das ist ja eigentlich genau angepasst dann. Und hat man halt auch die richtige Position, dann gibt es da noch diese kleine, ja, ich nenne sie jetzt Schraubzwinge. Schiebt man drüber, schraubt es ein bisschen fest, nicht zu doll, sonst, ich weiß nicht, vielleicht bricht man noch die CPU durch oder weiß der Geier was. Also schön Ballante, ne? Weil letzten Endes muss dieser Heatspreader ja auch nicht bombenfest draufkleben, er wird ja hinterher im PC sowieso vom Lüfter dann auch nochmal wieder auf die CPU gedrückt. Und ja, daher muss man es jetzt halt nicht übertreiben. Ich habe das Ganze dann, ja, 5 Minuten da drin etwa kleben lassen. Genau aus diesem Grund halt, weil der Lüfter es ja sowieso nachher wieder aufdrückt. Erstmal nur so, dass es leicht angetrocknet ist. Bei der geringen Menge, die man da benutzt hat, dachte ich mir, das härtet schnell aus. Ja, war dann auch kein Problem. Also ich habe es nach 5 Minuten dann in meinen PC gebaut und ja, den PC wieder angestöpselt. Und dann kommen wir auch schon eigentlich gleich zu dem Endresultat. Ich habe natürlich diesen Prime 95-Test nochmal gemacht. Das werde ich euch jetzt gleich einmal zeigen, was dabei rauskam. Ja, und dann seht ihr ja auch schon den Prime 95 da laufen. Im Eingangstest waren es circa 10 Minuten, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, die ich habe laufen lassen und habe ja dann die Ergebnisse ja, mal abgelesen. Diesmal lief der Test sogar 17 Minuten circa. Also 7 bis 10 Minuten länger jetzt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, als im Eingangstest und konnte ja, ja sehr gut feststellen, dass wir einiges an Temperaturen eingespart haben. Wir laufen jetzt hier zwischen teilweise 59 und 69 Grad. Ich glaube, oder höchste waren, glaube ich, sogar 70 oder 71 Grad. Das war auch, aber einmal eigentlich nur relativ kurz. Im Großen und Ganzen war es aber ja im Bereich zwischen 60 und 69 Grad, was schon mal Minimum 10 Grad sind. Also wirklich absolutes Minimum. Teilweise ja sogar mehr. Und ich glaube, dafür hat es sich gelohnt, denn das ist halt das, was ich auch erzielen wollte, einfach ein bisschen ressourcenschonender. Man verbraucht jetzt ein bisschen weniger Strom, weil muss nicht mehr ganz so viel kühlen, wo allerdings die Lüfterdrehzahl teilweise dennoch eigentlich genauso hoch läuft wie vorher. Ich könnte jetzt natürlich beigehen, den Anfang runterzuschrauben, genauso wie die Gehäuselüfter. Wenn wir letzten Endes bei weniger Umdrehung der Lüfter wieder auf dieselben Temperaturen wahrscheinlich kommen. Ich werde das nochmal alles im Nachhinein ein bisschen mehr ausprobieren. Ich werde auch nochmal versuchen zu übertakten, was da jetzt geht. Ob wir dann auch auf dieselben Temperaturen kommen oder bei wie viel Hertz wir dann hinterher auf dieselben Temperaturen kommen, wie wir vorher hatten. Aber im Großen und Ganzen ist es gelungen, es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, läuft alles einwandfrei. Ich habe Minimum meine 10 Grad weniger jetzt auf der CPU. Das Ganze halt mit dem Towerkühler, es ist keine Wasserkühlung, die eventuell vielleicht nochmal nachträglich eingebaut wird. Dazu müsste ich mein Gehäuse aber noch ein bisschen überarbeiten, weil so wie mein Gehäuse jetzt ist, passt da keine Wasserkühlung rein. Aber das ist auch ein anderer Schnack.
da, wenn es doch nochmal so weit sein sollte, werde ich auch da nochmal so einen kleinen Vlog draus machen, wenn ich mein Gehäuse tatsächlich nochmal umbaue und eine Wasserkühlung einbaue. Ich glaube, den einen oder anderen interessiert es ja vielleicht dennoch. Ja, aber das ist jetzt erstmal unser Ergebnis. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, positiv überrascht. Hätte eigentlich nicht erwartet, dass ich mit dem Towerkühler doch diese 10 Grad erreiche und auch ja teilweise sogar mehr. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wie gesagt, entschuldigt, wenn das alles ein bisschen stümperhaft zusammengeschnitten ist, die Qualität scheiße ist. Ich habe auch alles im Nachhinein jetzt eingesprochen, weil Ton von der Action Cam, die ich habe, wäre grausam gewesen. Ich hoffe, ja, es hat euch dennoch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da und wenn ihr vielleicht mehr solche Technik-Videos mal sehen wollt, dann schreibt mir das nochmal gerne in die Kommentare. Vielleicht auch mit einem Thema oder was man vielleicht, wo, was ich halt vielleicht nochmal zeigen könnte. Ich bin absolut kein Profi. Ich habe mich halt in den letzten Wochen, Monaten halt nur sehr, sehr viel mit Hardware beschäftigt. Da auch einiges rausgefunden und ich denke, es gibt bestimmt noch das ein oder andere Thema, was ich euch vielleicht auch ein bisschen näher bringen könnte oder was ich einfach zeigen kann. Also mag nicht immer alles 100% korrekt sein, was ich sage, weil wie gesagt, ich bin kein Profi, was das angeht, habe aber halt mir sehr viel mittlerweile angesehen und angelesen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt auch, vielleicht kann ich euch ja bei irgendwas helfen. Ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog, aber ansonsten direkt erstmal morgen im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch einen schönen Tag und reingehauen.